Gelobt sei Jesus Christus. Ich möchte jetzt erzählen, dass Jesus mich von einer geistigen Abhängigkeit befreit hat. Und zwar von einem Mann, der auch Katholik ist und sehr gläubig und seinen Glauben auch sehr stark lebt. Ich habe ihn in einem... Gläubiger Sinn. Ja, also er geht regelmäßig zur Beichte auch und betet, hält selbst einen Gebetskreis. Und ich habe ihn in einem Kloster kennengelernt, wo ich immer zum Herz Jesu Freitag zum Einzelsegen gehe. Und dann stand er irgendwann mal neben dem Priester, also das sind immer dann zwei oder drei Priester, und er stand dann neben dem Priester und hat auch schon die Menschen vorher mitgesegnet, also die Hände aufgelegt. Und dann hat er mich auch gefragt, dachte ich, ja, das ist ja in Ordnung, wenn der Priester das auch sagt. Dann hat er mich nur gefragt, ist es für Sie in Ordnung? Und ich sagte, ja, ja, weil ich denke, ja, je mehr Segen, umso besser ist es. Und ja, dann fing es irgendwann mal an, dass es in mir irgendwie was war, was immer so geflucht hatte. Ich kannte das nicht und habe mir da auch überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Und immer beim Einzelsegen, Herz Jesu Freitag, bin ich da immer wieder in dieses Kloster reingegangen und er war dann dabei und ich dachte, oh, das ist ja toll, zwei Leute beten über mich, zwei Leute segnen mich. Und dann ging es mir immer schlechter, auch vom Arbeiten, das fiel mir immer schwerer, zu arbeiten geschäftlich. Dann sagte er, ja, ich soll mal Exerzitien machen, dann habe ich das angefangen. Dann hat er gesagt, er hat eine Erlaubnis von einem Pater gekriegt, dass er so segnet und über einen betet. Dann bin ich zu diesem Pater noch gekommen, dem sein Team hat auch noch die Hände auf mich gelegt. Und mir ging es immer schlechter. Habe das aber nicht dann in dieser Verbindung gesetzt. Ich dachte, das ist mein Prozess von meiner Vergangenheit. Dann hat diese Person dann gesagt, ja, er leitet auch einen Gebetskreis in meinem Umfeld. Ja, ich bin aber schnell, ich bin jetzt fast fertig. Genau, dann bin ich zu diesen Gebetskreisen bei ihm gegangen und habe dann auch dort hat er immer über einen gebetet. Und jetzt sage ich einfach nur, was ich alles dann in dieser Zeit bekommen habe. Ich habe Ängste bekommen, Todesängste. Ich hatte ständig mit Infekten zu tun. Ich hatte Unfälle bekommen, dass ich manchmal nicht mehr arbeiten konnte, weil ich dann so schwach war. Ich hatte geistige Angriffe bekommen. Ich wurde gemobbt. Ich hatte Menschenfurcht bekommen, habe mich immer mehr von Menschen isoliert, bin immer weniger rausgegangen und alles war, nachdem dieser Mann gebetet hat. Und wenn es mir schlecht gegangen ist, dann habe ich ihn wieder angerufen, weil er gesagt hat, ja, du musst dich sofort melden, das ist dein Prozess. Und dann fiel mir, irgendwann habe ich gesagt, komisch, er sagt immer, jetzt bist du geheilt, jetzt, und dann wird es immer schlechter. Und dann habe ich dann einen Strich gemacht, auch meine Freude und das Lachen aus dem Herzen ging. Und auf einmal, das war, was auch ganz komisch war, ich hatte auf einmal seine Probleme. Er sagte, er sieht schlecht, auf einmal konnte ich nicht mehr nicht gut sehen. Und ich habe alles Mögliche von ihm dann auch. Und da habe ich gesagt, da stimmt was nicht. Und dann habe ich die Schwester Margarita, in diesem Kloster hatte sie einen Gebetstag gehalten. Und auf einmal ging es mir schon beim Lobpreis besser. Und dann habe ich gesagt, hier ist jetzt was anderes. Und habe ich mich hier auf den Weg gemacht und es ging mir jetzt Stück für Stück von Exerzitien und Gebetstage immer besser. Und jetzt war ich nochmal auf Exerzitien und war jetzt beim Seelsorgegespräch und da hat nochmal Pfarrer Huber und Schwester Margarita über mich gebetet. Und dann bin ich nach Hause gefahren und während ich nach Hause gefahren bin, habe ich gemerkt, jetzt bin ich frei von dieser Abhängigkeit. Und ich habe wieder Zuversicht, ich lache wieder. Ja, ich lebe, ich kann ganz normal Auto fahren, ich habe da keine Ängste mehr. Und ich bin so dankbar, Jesus,
dass er mich geheilt und befreit hat von dieser Abhängigkeit. Und ich kann nur sagen, ich lasse nur noch von geweihten Personen über mich beten. So, wir haben gehört, passen Sie auf, zu wem Sie gehen, über Sie Hand auflegen lassen. Passen Sie auf, in manchen Orten, wenn Sie solche Programme ist, die sagen, gegenseitig Hand auflegen. Ich werde niemals von einer fremden Person über mich Hand auflegen lassen. Ein Priester oder so, oder eine Schwester, so wie Sie wissen oder kennen, aber bitte lassen Sie das sein. Sie haben gehört, welche Erfahrung sie gemacht hat. Ja. Dankeschön.